Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. An diesem verregneten 24. April schauen wir uns das Spiel April Fools. Au! Spiel! Ich bin doch im Menü! Warte doch! Geht schon los hier und die Glühbirnen sind los. Wir spielen heute April 24 und das Spiel ist auch heute erschienen. Ich würde sagen, auch wenn ihr das Video ein bisschen später seht, aber wir schauen mal rein, was denn an diesem 24. April passiert ist. Kamera mache ich weg und los geht's! Wir starten ein neues Spiel. Kapitel 1. Hallo? Warte mal, wo sind wir? Wir sind irgendwo im Keller, also. Und wir haben ein Feuer, das ist schon mal gut. Schon mal gut. Wohnen wir hier? Das darf nicht fehlen anscheinend. Dabei kann ich ja Fernsehen gucken. Warte mal. Warte, was? Ich kann mich mit Doppelklick... Das ist ja komisch. Ich kann mich mit Doppelklick kann ich mich hinhocken. Kann ich mich nicht mit C... Okay, aber es geht mit Steuerung, wo ich dann raus tapp aus dem Spiel. Schön! Ich glaube, die Steuerung wird hier wunderbar. Aber soll wohl nicht allzu lange gehen, das Spiel. 40 Minuten durchschnittlich, schreibt der Entwickler. Oder beziehungsweise das Entwicklerstudio. Und diesen Keller kennen wir natürlich. Es ist der typische... Horrorkeller. Und das typische Haus. Geht ja schon gut los. Lass mich doch raus. Nein, danke. Was war das? Das sind so billige Jumpscares. Warum erwischen mich immer die billigsten Jumpscares? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat es auch erwischt. Wenn nicht. Kann doch nicht der Einzige sein, der darauf so reagiert. Aber ich muss sagen, dass... Hallo? Es ist zwar... Soll ich euch was sagen? Also erstmal, der Creepy-Typ ist natürlich sehr creepyhaft. Ja, das sollte ich nicht im Bett haben. Das ist schön. Mhm. Wer ist da hinter mir? Was ist hier gerade... Was ist hier gerade passiert? Ganz kurz, es hat gespeichert. Wir lesen das gleich. Ich hoffe, ich habe... Okay, ich... Kleinen Moment. Lieber Ben, du lebst jetzt schon seit Monaten in diesem Keller und kommst nicht raus. Du wirst verrückt und du ziehst uns mit runter. Die Kinder und ich verstehen nicht, was mit dir vor sich geht. Du wirst aggressiv und lässt all deine Wut an uns aus. Alice ist krank und es ist hart für sie, in solch einer Umgebung zu leben. Und Jacob ist noch zu jung. Und ich will nicht, dass ihm etwas passiert. Wisse, dass wir das Recht haben, ohne dich zu leben. Ich habe versucht, ihnen alles in einer normalen Umgebung zu erklären, aber du willst einfach keinen Kontakt. Ich will, dass du weißt, dass wir jemanden haben, der sich um uns kümmert und all das, was du tun musst, ist uns gehen zu lassen. Lass uns gehen, tu das für uns. Aufrichtig, Evelyn. Kapitel 2. Der 24. April. 1991. Okay. Ich habe es mir gerade selbst durchgelesen. Ich werde es bestimmt im Nachgang nochmal vertonen für euch und übersetzen. Von daher, was ich gerade, wir machen gleich weiter, das geht hier Schlag auf Schlag gerade. Was ich gerade interessant fand, ist, wir haben ja hier diese Uhr da. Und die hat gerade, ihr könnt ja gerne zurückspringen, die hat gerade 20.53 Uhr angezeigt. Und das Lustige ist, wir haben es gerade 20.53 Uhr. Also es nimmt wahrscheinlich auch genau die Zeit, in der wir gerade spielen. Ist irgendwie cool gemacht, was gar nicht so unbedingt darauf hingewiesen wird, aber das mit reinzupacken. Okay, aber jetzt ist es 3.15 Uhr. Wir haben die Axt. Wir versuchen aus diesem Keller rauszukommen. Hallo. Wir müssen da lang. Ich glaube, wir sind ein bisschen psychisch labil. Wir haben, wenn ich den Text jetzt für euch übersetzt habe nochmal... hatten wir da gesehen gehabt, dass wir irgendwie wohl komisch sind und lange in diesem Keller gewohnt haben und aber den Kontakt zu unseren Freunden abgebrochen haben. Und die uns nicht wirklich erreicht haben und auch mit uns reden wollten, um zu gucken, was mit uns denn los ist. Was ist mit uns denn los? Was ist denn passiert? Ist das... Es ist auch das Horrorhaus. Okay, also wir kennen die Location, wir wissen, wo welche Räume sind. Gut, meistens wird es auch erstmal ein bisschen abgeändert. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wohl unsere Familie und Freunde finden.
und dir einen kleinen Besuch abstatten. Mami? Daddy? Oh Gott. Nein, wir gucken mal. Wir können nicht rennen. Da, von da kamen wir. Dann gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Wir haben die Axt bei uns. Wir haben das Feuerzeug. Der 24 ist ja da lang. Danke. Do it. Habe ich denn die Wahl? Ich glaube nicht, dass das Spiel mir die Wahl lässt. Aber ich finde es trotzdem... Ich meine, es ist gerade ein bisschen gehypt, dieses... Ja. Diese VHS-Designs wieder. Aber zumindest nicht 4 zu 3 diesmal. Sondern 16 zu 9. Hier ist auch offen. Wir lassen die Kinder mal schlafen. Okay. Wo ist denn der Gruseltyp? Der zeigt uns doch meistens den Weg an. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, der erschreckt mich doch selbst nicht so. Kann ich nicht den irgendwie hauen? Ja, wir müssen da rein. Ich glaube, die beschäftigen sich gerade miteinander. Wir lassen die mal kurz. Wir gucken uns während das noch ein bisschen um. Dürfen noch ihren Spaß ihres Lebens haben. Fürs letzte Mal wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, diese Nacht wird nicht gut enden. Okay, wir stürmen da rein. Was ist denn hier los? Hallo? Ist doch aber keiner. Mein Name ist John Miller und ich untersuche den brutalen Mord am Rande der Stadt am 24. April. Ich will die wahre Ursache von diesem Verbrechen und Antworten auf alle Fragen finden. Kapitel 3: Observer. Wir haben... Okay, also wir haben jetzt diese... Ach, deshalb auch das Design mit diesem VHS-Filter. Wir haben uns diese Sachen angeguckt. Sind wir gerade... Warte mal, wir sind in diesem Haus. Kann das sein, wir sind ja Investigativjournalist. Kann das sein, dass wir diese Kassetten gefunden haben auf dem Dachboden? Und dass wir die jetzt sozusagen uns angucken? Oder sind das Aufnahmen generell? Kann ich hier raus? Das Spiel nimmt man auch überhaupt nicht an die Hand. Ne? Wir haben zwischendurch diese kurzen Texteinblendungen, wo wir ein bisschen Hintergrundinfos erfahren. Aber sonst, was ich hier jetzt machen kann, aus dem Zimmer rausgehen, kann ich auch nicht. Ich glaube, ich muss einfach die nächste Videokassette einlegen. Standby. Kann ich denn einfach die nächste nehmen? Auch nicht. Hier was drücken? Auch nicht. Ach, das ist eine komische Mechanik, das mit dem Doppelklicken sich hinzusetzen. Ich stehe mal wieder auf. Danke. Kann ich das... Kleinen Moment, ich gucke, ob ich das ausschalten kann. Nein, das funktioniert nicht. Aber ich habe jetzt gesehen, wir können nochmal schön ranzoomen. Wunderschön. Das habe ich gebraucht. Nochmal schön an das Narbenface rangucken. Ich gucke jetzt nochmal, ob wir hier raus können. Vor allem, warum liegt diese Absperrwand? Wir müssen doch in dem Haus sein. Ist das vielleicht so aufziehen? Nein, hock dich doch nicht immer hin. Vielleicht wird es auch noch rausgepatcht mit dem Hinhocken. Ich meine, das Spiel kam heute noch. Heute erst raus. Gibt also so noch überhaupt nichts Gepatchtes. Wir jetzt trotzdem müssen mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Ach, hier ist ein Handabdruck. Den muss man erstmal sehen. Gott, Spiel. Danke, Newspaper. Ich lese, wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht um dieses Video, was wir gerade gesehen haben, um diesen Mord. Am 24. April wurde in diesem Haus, also in einem Haus am Rande der Stadt, ein brutaler Mord verübt. Ein Mann tötete seine gesamte Familie mit einer Axt, das haben wir ja gesehen. Der Beschuldigte rief selbst die Polizei und wurde am Tatort noch verhaftet.
Der Mann sagte, dass er von einem Mann mit einem Hut, haben wir ja gesehen, Narbenface, dazu beeinflusst wurde, das zu tun. Sonst gibt es keine weiteren Kommentare zu diesem Verbrechen. Genau. Und wir werden weiter berichten über diesen Fall. Da haben wir gerade das Video dazu gesehen. Aber wenn du das Video hast, wenn der sich dabei aufgenommen hat und gefilmt hat, dann frage ich mich, warum wir das jetzt nicht der Polizei übergeben können. Da, hallo? Ich hab gerade ein Geräusch gehört. Gibt's hier denn jetzt noch mehr? Also es war die Zeitung, ja. Kann ich damit jetzt noch mehr interagieren? Nein. Ich habe aber auch nirgendwo so ein Handsymbol. Ach da, danke. Ein neues Videoband. Pieces of me. Leg es mal ein. Insert. Die Geräusche kommen aber aus dem Haus. Die waren jetzt nicht am Videoband. Kapitel 4. Pieces of me. Ist der 26. April? Warum denn da mit Kreuz? Also jetzt... Warte mal, der 26... Wenn wir am 24. April... die Leute umgebracht haben. Unsere Familie mit einer Axt. Dann dürfte... Und er sich selbst gestellt hat... Dann dürfe das nicht derselbe jetzt sein. Auf jeden Fall zwei Tage später. Wir haben auf jeden Fall eingesperrt. Ich glaube, wir denken... Dass... Ich brauche ein Messer... Was ist das? Wie, was ist das? Das ist doch kein... Das ist da auch kein Kind. Ist das eine Puppe? Oh Gott, ich hoffe, das ist kein Mensch. Wir brauchen ein Messer. Wir suchen ein Messer. Vielleicht ist er ja auch so ein Fluch, der überspringt auf den nächsten. Mal das Messer. Ja, danke. Ich versuche rauszugehen. Haben wir das nicht selbst gerade zugeschnürt? Was wollte ich sagen? Achso, vielleicht ist das so ein Fluch, der übertragen wird auf den nächsten. Obwohl es dasselbe Haus ist. So, dasselbe Haus. Sind wir zurückgekehrt? Oder es ist so eine Häuserreihe, wo einfach jedes Haus gleich aussieht. Alter, mach das doch nicht, Spiel! Nimm den mal weg. Das erinnert mich ein bisschen an Nine Child Street mit dieser komischen Puppe, die da rumgerannt ist. Haben wir jetzt noch das Messer? Ach, okay, wir können mit dem Messer so eine Kette nicht durchschneiden. Ich würde gerne rennen, aber ich glaube, wir können nicht rennen. Danke, der Wäscheraum. Das war, warte mal, das war jetzt die Tür. Das war die Tür im Flur. Ich würde aber trotzdem gerne noch wissen, wen wir jetzt spielen. Sind wir jetzt eingesperrt und wir versuchen zu fliehen? Vor unserem mörderischen Bruder da vielleicht? Oder sind wir der Nächste, der besessen ist? Was hat er denn so gescheppert? Guck mal. Die kann ich mitnehmen. Vielleicht kriege ich damit... Da, uff! Oh! Spiel! Hä, ich kann doch damit... Kann ich safe das Ding hier aufbrechen? Ich meine, rein da und... Drücken. Hebelwirkung. Na gut, wir gehen nach unten. Wir hatten noch die... Stimmt, die vernagelte Brettertür. Sogar mehrere davon. Hier zum einen. Ich habe noch nicht mal irgendwas gedrückt. Hätte ich das gesehen, hätte ich das nicht gemacht. Wir haben doch noch die andere. Wir haben doch noch die andere, wo die geklopft hat. Okay, da kommen wir nicht rein.
Aber Soundkulisse ist schon gut. Die ist schon gut gemacht. 3.15 Uhr. So lange spiele ich noch nicht. Das ist ein Safe. Safe direkt neben Kühlschrank. Ist komische Aufteilung. Hey, warum nicht? Ich drehe mich gar nicht erst um. Ich nehme gleich das Kreuz. Nimm das Kreuz! Schütze mich vor dem Bösen, oder bin ich das Böse? Okay, ich glaube, die helfen mir aber. Ich glaube, ich brauche gar keine Angst vor denen zu haben. Die helfen mir nämlich. Ist hier jetzt der Keller wieder? Nein. Der Keller war hier. Ist auf jeden Fall dasselbe Haus. Ich frage mich aber wie immer noch, wenn wir verhaftet wurden, wer sind wir dann? Es ist dasselbe Jahr, es ist 2 Tage später. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass... Ja, aber auch nicht unbedingt, dass das normal ist, dass hier dann ein Sarg liegt. Ah ja. Cool. Cool, danke. Hallo? Kann ich das... Habe ich das Brecheisen noch? Kann ich es nicht aufbrechen irgendwie? Ich glaube, da drin summt jemand. Viel Spaß. Was muss ich denn jetzt aber... Ja, ach, jetzt kann ich zurück. Ist das so ein Rätsel? Jetzt ist auch hier wieder frei. Okay. Hallo? Das ist nicht mehr abgenommen. Hallo? Oh, danke, das war jetzt zu hell. Das sieht für mich so aus, als wäre das ein Regal im Keller. Und da sind Seile und ein Hammer. Und Kisten. Und anscheinend auch Maschinen, die ja jetzt laufen. Ich glaube eher, ich beobachte dich. Guck, ich guck dich an. Hallo, na? Bist du eine Puppe? Warum sitzt du hier so? Warum komme ich auch nicht? Ich komme ja nicht durch. Wie? Ich bin so fett dafür? Komm schon, da hinten ist irgendjemand. Ich glaube, ich muss sie... Oh, 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 wirklich? Ich glaube, wir stellen gerade das nach, was da passiert ist vielleicht. Also in unserem Kopf... Vielleicht ist das unsere Schwester und wir haben die gefesselt an den Stuhl. Vielleicht doch nicht. Oh Mann. Oh Gott, ich bin echt Jumpscare geschädigt. Die erwischen mich aber auch immer. Und man, vor allem, man irgendwie ahnt man es ja auch. So halb zumindest. Tie the rope of the door. Okay. Bleibt damit dann der Gang offen. Jetzt liegst du hier. Ja gut, dann bleib da halt liegen. Ich habe auch noch, wo die Geräusche herkommen. Also diese nicht die von der Uhr. Irgendwo kommen diese, sind noch so mechanische Geräusche. Das alles zu. Ich frage mich aber immer noch, warum müssen wir die Tür zumachen, wenn da eh der Stuhl davor steht? Oder habe ich das jetzt zu früh gemacht? Hätte ich erst noch die Uhr vorholen müssen? Okay, ich kann die auch nicht mehr abmachen. Ein bisschen Ähnlichkeit mit ihr. Es könnte sie sein. Ich weiß nicht, ob sie das alles noch auflöst, was hier passiert. Hä?
Die liegt doch hier. Okay, sie ist das Böse. Wir sperren sie jetzt im Sarg ein. Da kann sie drin ihr Leben fristen. Aber ohne uns. Frei. Bitte was? Need to find a cross. Auf der anderen Seite. Da an dem Stuhl lag doch eins. Ich würde halt auch rennen, ne? Langsam würde ich rennen. Da war doch keins. Ich dachte, hier stand eins. Gott, wo ist hier eins? Unten? Weiß auch nicht, ob ich so viel Zeit habe. Nee, das ist auch zu. Vielleicht gibt es ja auch verschiedene Enden. Wenn ich mich jetzt hier nicht beeile und ein... Und so ein Schloss findet, ach, ein Schloss findet, sag ich schon, ein Kreuz findet, dann kann die da raus und tötet uns. Okay, wo ist ein Kreuz? Ich muss mich nochmal in der Küche umgucken. Ich dachte wirklich, ich habe auf dem Stuhl eins gesehen. Aber vielleicht habe ich mich getäuscht. Das war in einem anderen Stuhl. Schrank. Ah, neuer Hinweis. Im Bücherregal. Im Bücherregal? Okay. Das hier dann. Nein. Da. Ging jetzt die Kellertür wieder auf? Was ging hier jetzt auf? Irgendeine Klappe ging wohl auf. Hä, das lag aber doch relativ nah. Irgendwo hier? Hier? Bild. Ist der Stuhl? Hä? Ich habe jetzt hier alles abgeguckt. Oder war es in der Küche? Ging jetzt das in der Küche auf? Oh, Mann! Reicht auch langsam. Aber wenn so das Ding kam, wird wahrscheinlich irgendwas in der Küche jetzt gewesen sein. Ja, der Safe. Der Safe. Wie kann denn der Safe da aufgehen? Das war eine komische Steuerung. Oh. Nee, jetzt lasst mich in Ruhe. Ist ja langsam mal gut. Setz das Ding drauf. Ich habe die Hand gerade gesehen. Setz das Ding drauf, dann ist ruhig. Das ist jetzt das Ende. Nee, ich glaube, du bist im Sarg. Das war jetzt laut. Kapitel 5. The Touch of Evil. Das ist eklig, das ist eklig. Aber anscheinend haben wir ja auch hier jetzt Bretter davor gemacht. Ja, umso besser. Umso besser. Oh, ja. Warte, warte, Stuhl! Stuhl! Schnell! Warum bist du so langsam? Nein, es ist schon da! Ah, mach das Fenster auf. Ich will sowas. Ich hasse solche Puppen, ne? Generell Puppen. Fenster auf, raus. Ich meine. Das ist dann Proof of Death. Das ist okay, wenn der da sitzt, aber die Tür zumachen. So, Proof of Death. Gucken wir uns an. Verstehst du immer noch? Weil eigentlich müssten wir ja trotzdem der Axtmörder, Kapitel 6, müsste der Axtmörder ja weg sein. Jetzt ist der 28. April. Obwohl es stand im Zeitungsartikel nicht unbedingt, wann wir uns selbst gestellt haben.
Oder was danach passierte. Vielleicht sind wir ja auch ausgebrochen. Weil anscheinend war die Polizei ja schon hier, wenn sie solche Schilder aufgestellt haben. Nur ich glaube nicht, dass sie die Leichen da so liegen lassen, damit die Ratten dran fressen können. Fußspuren. Da haben wir aber ganz schön gewütet. Mach mal. Ach, da ist eine Kette davor. Ich dachte gerade, da guckt mich jemand an. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Oder wahrscheinlich einen Bolzenschneider. Um das da aufzuschneiden. Ah, nicht ein Bolzenschneider, sondern eine Metallsäge. Damit geht's natürlich auch. Hätte ich aber auch die Tür zugeknallt. Was ist das für ein Vieh? Also wir haben drei Gestalten. Wir haben das Mädchen, die Puppe. Komm, ich könnte doch theoretisch damit auch das... Ich könnte es doch auch einfach aufschneiden. Ich habe jetzt auch eine Kettensäge, sage ich schon. So eine Kette durchgeschnitten. Dann haben wir das kleine Baby-Ding hier. Und den Hutmann. Wobei wir den Hutmann gar nicht mehr so gesehen haben jetzt. Ach, jetzt brauche ich dann wiederum einen Bolzenschneider. Sehr komisch. Hier brauche ich einen Schlüssel, da brauche ich einen Bolzenschneider und da hat eine Metallsäge gereicht. Aber gut. Finden wir bestimmt mit drei neuen Jumpscares. Irgendwo in diesem Haus bestimmt. Ist auch ein bisschen sinnlos hier. Und ein Passwort noch. Jetzt geht's aber los hier, was wir alle finden müssen. Ach, hier noch ein Code. Und noch ein Code. Komm ich doch gar nicht mehr hinterher. Passwortcode. Oder hast du das damit gemeint mit Passwort? Spiel? Nee, weil das sieht ja noch ein Schlüssel eher aus. Okay, wir brauchen eine Zahl. Eine vierstellige Zahl. Halt. Ich glaube, ich weiß welche. Das ist amerikanisch, ne? Also 0424. Nein. 2404. Also das heutige Datum. 1991. Und 0428 probiere ich noch. Wenn das nicht funktioniert, dann gucken wir weiter. Okay. Ach, hier. Ja, gut. C3. Das heißt, an dritter Stelle eine 3. War da jetzt was? Ich glaube, ich habe es verpasst. Kann ja nicht hier wieder rein. Ich kann da auch nicht mehr rein. An zweiter Stelle auch eine 3. Die. Als letztes eine 5. Brauchen wir noch eine. 3, 3, 5 auf jeden Fall am Ende. Wo ist A? Wo ist A? Wir können es uns auch einfach durchprobieren. Wir probieren durch. 4335 war's. Sehr gut. Warum ist das Pad dafür, für den Safe, denn... Naja, egal. Ich sag hier nichts dazu, die Rätselsteuerung ist ein bisschen komisch. So, was steht hier denn? Dear Ben, ich kann so nicht mehr leben. Ich will mich scheiden lassen und dieses Haus verkaufen. Meine Qualen sind unerträglich und ich brauche Freiheit. Bitte gib mir die Möglichkeit, ein neues Kapitel in meinem Leben zu starten.
Sehr geehrt Evelyn. Mit freundlichen Grüßen, Evelyn. Okay, ist das... Huch. Das wollte ich nicht, hallo? Continue. Ist das dann Evelyn? Aber was hat... Ist das Ben? Bist du Ben? Danke, Ben. Ich verstehe, ganz ehrlich, ich verstehe den Sinn immer noch nicht dieses Spiels. Wir haben den Schlüssel auf jeden Fall für oben. Alter, das hätte nach hinten losgehen können. Ist das... Ach, das ist eine Axt. Hä, aber... Hä, ich will... Das finde ich wiederum cool gemacht. Das finde ich cool gemacht. Aber wenn ihr den Sinn dieses Spiels versteht, also vielleicht sind wir, wie gesagt, schizophren und bilden uns das alles ein oder das Haus ist verflucht. Wahrscheinlich ja, das Haus ist verflucht. Und der in diesem Haus wohnt, bringt seine Familie um irgendwann. Ein bisschen wie Amityville, oder? Amityville Horror. Beruht ja auch darauf. Aber vielleicht ist auch was komplett anderes. Wenn ihr eine andere Idee habt oder Vorstellung davon oder wisst, um was es hier geht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin immer gespannt. Das ist dann das andere Zimmer. Das war dann wahrscheinlich unsere Schwester. Unsere behinderte Schwester? Oder was? Da ist irgendwas in der Tür. Ich muss es finden, um das. Ich muss irgendwas finden, um die Tür zu öffnen. Ist das eine Brechstange? Aber woher weiß denn, dass das was Nützliches ist? Und überall diese Hände tapsen. Es ist ein Blatt aus einem Tagebuch. Liebes Tagebuch, Marmalade streiten heute schon wieder. Wenn ich nicht so eine Last wäre, könnte ich Ihnen mit dem kleinen Jacob helfen. Er braucht eine Menge Aufmerksamkeit und ich mache ihn aber viele Probleme. Es schmerzt mich, Sie so zu sehen, dass Sie wegen mir und Jacob leiden. Wenn ich nicht da wäre, wären meine Eltern vielleicht viel glücklicher. They wouldn't have to worry about my health. Sie müssen sich keine Sorgen um meine Gesundheit machen. Ich fühle mich nutzlos und ungewollt oder unnütz. Und dabei will ich dann einfach nur die beste Tochter sein. Alice. Oha. Oha, was geht hier denn? Der kleine Jacob. Ist die Frage, sind wir Jacob? Oder ist Jacob der hier rumläuft? Ah, das könnte natürlich auch sein. Die Puppenfrau, die wir gesehen haben, ist sie. Das Kind, was hier rumrennt, dieses kleine Baby, ist Jacob. Den dickeren Mann, den wir jetzt gesehen haben, ist vielleicht der Papa. Und die eine Frau, ich glaube, die hatten wir auch noch. Oder war das die Puppenfrau? Auf jeden Fall, das könnte auch die Mama gewesen sein. Dass wir sozusagen diese als... Ja, als Gestalten hier wiedersehen. Kann ich da nicht durch? Vielleicht sind wir aber auch Jacob. Da nach all den Jahren dieses Trauma irgendwie versucht hat zu verarbeiten. Ich habe ja aber, warte mal, ich habe jetzt nichts gefunden. Brauchen wir nicht noch eine Brechstange? Brauchen wir eine Brechstange, um die Tür aufzumachen? Vielleicht hier noch irgendwo was? Da war nur das Tagebuch. Da sind Ratten. Tabletten. Und überall dieses Kreuz. Okay, ich gucke mich weiter um. Ah, hier liegt... Oh Gott, das... Habe ich echt nicht gesehen. Hier ist ein Bolzenschneider. Das Ding ist nur, in den Bolzenschneider kommen wir jetzt nicht da rein. Aber wir können wahrscheinlich diese eine Kette noch zerstören. Okay. Eine liebe Geisterfrau.
Aber irgendwie tun uns diese Gestalten hier ja eh nichts. Ich glaube, wir sind alle auf derselben Seite. Besessen von dem Bösen. So, und ich glaube, hier hatten wir genau die Brechstange. Die haben wir das letzte Mal auch hier drin gefunden. Ich weiß nicht, wer das Haus und wieder neu verkettet. Und was in diesen zwei Tagen dazwischen passiert. Vor allem immer 3.20 Uhr. Kann natürlich sein, dass wir ein Geist sind. Und dass wir immer... Wer bist du denn jetzt? Und dass wir immer so 3.20 Uhr kommen. Und dieses Haus bespuken. Und das immer so lange machen müssen. Ja, danke. Bis wir herausgefunden haben, was hier eigentlich wirklich passiert ist. Oder was mit uns passiert ist. Ach, die Axt. Kann ich dich damit jetzt schlagen? Wenn du schon so lachst. Kann ich alle Geister schlagen? Ist aber alles zu. Hallo? Bam! Ich hab sie imaginär erwischt. Anscheinend. Mhm. Oh, was? Nein, was? Oh, ich habe auch gerade, ich sehe auch gerade, ich bin die ganze Zeit bei euch davor, ne? In diesem Bild. Kapitel 7. There's no way out. Es gibt keinen Weg nach draußen. Also, natürlich krass, wenn du auf so einem Fernsehen siehst, dass jemand hinter dir steht. Aber hier ist ja keiner. Hier kann ja keiner sein. Wir haben alles zugemacht. Aha, it's your turn to make a movie. Es ist... Oh Gott, was? Wie? Nein! Nein, das will ich nicht! Ich möchte nicht mitspielen, 1991. Warum habe ich gar keine Brechstange? Oder liegt die hier irgendwo rum? Ist das jetzt ein anderer Zeitungsartikel? Ne, ist derselbe immer noch. Danke, ist nämlich ein bisschen dunkel hier. Nimm's doch. Na gut, wir gucken mal, was hier auf uns wartet. Was? 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 Komm schon! Ein Strick? Ah, die wunderschönen Glühbirnen! Wo ist denn der Fernseher hin? Auf. Do it. Es gibt mir gerade ein bisschen Layers of Fear Vibes. Aber das kennt man aus vielen Spielen. Aber was will ich denn hier tun? Soll ich jetzt Zeit einstellen? Ja, wir knuddeln! Knuddeli! Nee, muss ich mich jetzt hier so in der Ecke stellen? Ja, was willst du denn? Hier gibt's halt auch nicht, ich kann da nichts aufmachen. Dann muss ich ihn angucken. Lala. Was genau willst du von mir? Alter, was passiert hier denn gerade? Hä? Finish your movie? Nein! Nee! Kann ich nicht den da dran hängen?
Und einfach irgendwie, weiß ich nicht, den nehmen und dann so. Der bewegt sich ja nicht. Kann ich da jetzt was. Was schreibst du da? Das ist aber schnell geschrieben. Ich habe meine Untersuchungen abgeschlossen. Aber es wird mir nicht möglich sein, diese zu veröffentlichen. Das Haus ist eine Quelle des Wahnsinns. Und es hat mich auch erwischt. Ich wollte die Wahrheit finden, aber ich fand den Tod. Es geht alles von dem Mann mit dem Hut aus. Er unterdrückt seine Opfer und lässt sie schreckliche Dinge tun. Ich kann ihm nicht widerstehen. Sean Miller. Also es ist doch ein bisschen so, wie wir gedacht haben, dass das Haus einfach eine Quelle... Verflucht ist vielleicht eine Quelle des Bösen. Und irgendwie ist er die Manifestation davon oder eine Manifestation davon. Und wir haben gar keine andere Wahl, als das zu tun, was wir tun. Und auch wir haben in diesem Haus den Tod gefunden. Das war's. Oh, jetzt ist solche Musik. Entwickler Nobody. Ich glaube, das ist auch das erste Spiel von ihnen. Hab zumindest jetzt auf ihrer Sounddesign Nobody. Niemand hat dieses Spiel gemacht. Ja, naja. Ich weiß nicht. Also, die Atmosphäre war okay. Gut, die Assets, die kannte man jetzt schon. Das Haus vor allem ist, glaube ich, auch ein freies Asset. Es ist nicht so schlimm. Videofilter war okay. Mir hat es ein bisschen gefallen, dass es nicht mehr 4:3 ist, sondern zumindest auch 16:9. Das ist schon mal gut. Aber die Story war ein bisschen fragwürdig. Also es ging halt, glaube ich, einfach... Oh, das geht weiter? Es geht weiter? Ich dachte, wir sind tot. Wieso leben wir jetzt in einem Sarg? Hallo? Und da sind Ratten an unserem Fuß, seht ihr das? Hä? Selbst im Tod sind wir gefangen? Is this the end? Vielleicht zumindest das Ende des Spiels. Ich weiß nicht, die Story hat mich jetzt nicht so ganz überzeugt. Das Haus ist halt, ja gut, das Haus ist halt verflucht. Und treibt uns in den Wahnsinn. Wenn man das betrachtet, okay, das ist in Ordnung. Es war halt sehr Jumpscare-lastig. Haben wir aber auch waren ein paar gute dabei, trotzdem. Für, ich glaube, ein Angebot 5 Euro und jetzt knapp 40 Minuten Spielzeit, 40, 50 Minuten Spielzeit, ist es okay. Okay, für ein Indie-Werk, für ein Erstlingswerk, okay. Da habe ich schon deutlich schlechter gespielt, aber auch deutlich bessere schon. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Und was eure Idee vielleicht auch ist. Vielleicht habt ihr auch eine komplett andere Idee. Also ich meine, gut, Haus ist verflucht. Aber vielleicht habt ihr nochmal, vor allem was die Figuren vielleicht darstellen sollten. Ob das wirklich eine Manifestation des Wahnsinns war oder doch irgendeinen Hintergrund haben, den ich nicht so richtig mitbekommen habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich mich freuen, wenn wir uns am nächsten Livestream oder Let's Play wiedersehen. Bis dahin. Ciao.